Asche. Asche überall. I remember. It's him. It was always him. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of this. All the monsters are here. Thomas Reckovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Es kann genauso gut auch dieses von der Schwester gewesen sein, das Monster, was doch nochmal in irgendeine andere Figur gefahren ist. Vielleicht auch den toten Henry. Oder den Thomas, teilweise. Da hat sich Thomas selber umgebracht. Okay, ich habe schon gedacht, wir müssen gegen die Bestie hier nochmal kämpfen. Die Henry-Bestie. Natürlich finden wir sofort ein Foto darunter. Wie so oft. Man kennt es. Das ist solchen Dämonen. Mein Foto. Dann denke ich mal, werden wir als nächstes ins Rote Haus gehen.
Entdecke die Geheimnisse. So, das hat man aber schon. Das können wir eh nicht mehr machen. Das ist schon ein Echo. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. So, na dann werden wir mal durch das rote Haus etwas schreiten. Unter der Asche, Achievement. Finde das rote Haus. Okay, gut, dass wir jetzt das Achievement kriegen. Jetzt hier am Rand. Was? Da liegt was auf dem Boden. Da liegt vieles rum. Ach, ein Spiegel. Okay. Das. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Lillian ist die Kleine. Was lesen? Ich, Papi, Lillian, unser kleines rotes Haus. Brennt da hinten was im Hintergrund? Was, wo ist denn das rote Haus? Ich sehe es gerade gar nicht. Okay, weiß ich gerade nicht, woher sie was lesen will, aber gehen wir mal so hin. Was haben wir hier noch? Auf dem Boden. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Rumliegen? Ich versuche nur, wir werden es irgendwann in der Wand heften müssen, oder die Fotos? All burnt up. But I can still make out some of it. Schmetterlinge. Und damals. I feel like I should find somewhere to put it. Hochzeitsfoto von den beiden. Okay, das ist das Rätsel, was wir lösen müssen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal. Was mit dem Haus dort? Is that a dollhouse? How the hell did it survive the fire? Nein, Puppenhaus ist nie was Gutes in solchen Sachen. Locked. Maybe there's a way to open it. Jetzt wollen wir das raten, warum es verschlossen ist. Okay. Machen wir gleich. Rot, gelb. So, wir gehen aber trotzdem erstmal hier lang. Und ich will vor allem wissen, können wir hier. Alright. Let's see what's on the flip side of this place. Ich höre etwas. Das verschlossene Haus ist auch in der Fleisch versteckt. Lass uns aufschneiden. An ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? Schon haben wir einen dort. So cold. Strange. It's like feelings etched into the wall. Naja, Hochzeit. Schwanger. Was oder so? Hier mehr sehe ich gerade nicht, dass wir machen können. Wo das Brett eigentlich hier wäre. Ich dachte, ich könnte was sehen. Nee. Okay, dann wechseln wir mal. Hoch kommen wir, da unten ist irgendwas. Oh Gott, schön. Okay. The house. It's open. Ja, ja, ich will nur wissen, können wir jetzt bei den Schmetterlingen irgendwas machen? Ich meine, wir haben ja einen gefunden. Gut, da wird es später noch wichtig sein. It looks like a replica of the actual house. A tiny mirror. I wonder.
Ja, damit können wir in die Zimmer springen, nehme ich an, richtig? Looks like I could put something strange. It feels like something shifted. Oh, wie geil. Mir das gefällt. Das ist so cool gemacht. I knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. This room feels like I shouldn't be here. Wait. I don't think this belongs here. Fish. Schon so altes Haus gehen, Alter. Ja, ich kann es aufmachen, ich weiß. Habe ich hier ein Kissen? I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Und da hat schon eine Stimme gesprochen. This looks eerily familiar. Schaut mal an, auch interessant. Ein schwarzes Auge und ein... Ja. Nee, beide Augen sind offen. Ich dachte, ach so, das weil es der Hintergrund ist. Hahaha. Okay. Hier können wir wieder... Oh, wie cool das ist gerade in dem Haus. Oh, das geht jetzt mal ganz fix. Los. Der nächste Schmetterling. Another one of those butterflies. Okay, und dann haben wir hier noch an der Seite. There's something underneath. Wie oft wir was aufschneiden. Ich find's trotzdem noch geil. Also noch ist das noch. Es ist, hat sich noch nicht saturiert, also man ist noch nicht irgendwie müde davon. Ich find's immer noch geil. Muss es denn sonst immer irgend so ein Schlag sein auf eine Tür oder irgendein Schlüssel oder sowas? Kann auch mal sowas sein. Ist doch mal was ganz anderes. What is this? A tea party with the devil? Kann ich irgendeinem der Kinder mal die Maske aufsetzen? Nee, darf ich hier nicht. I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? Kann es vielleicht sein, die Lillian hat ja immer gesagt, es hat auch mich angezogen, dass Marianne früher gar nicht so war, sondern dass Lillian sozusagen diesen Dämon erstmal gehört hat. Es hat ja auch gerade Marianne gesagt, als sie in dieses Zimmer kam, sie fühlt sich, als würde sie nicht hierher gehören. Das sagt ja auch schon was anderes. Okay, cool, dann wechseln wir jetzt mal. Wechseln in den Spiegel mit. Jo. Und machen den Spiegel in wahrscheinlich unser Zimmer. Und ab in unser Zimmer, würde ich sagen. This room, it feels very familiar. Man, von dem einen ist das diese Streben, die zum Bett gezeigt haben. Hier haben wir diese abgeplatterte Struktur. This one looks tough. Don't think I can cut through. Okay, also müssen wir erstmal hier einen Fisch einsetzen. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Okay, wir haben uns ja schon... Also ich habe mich so schon gefragt, was mit der Mutter eigentlich ist und hatte vermutet, dass... Wo die Bilder nur... den Vater und beide Kinder sieht, auszugehen ist. Dass sie auf dem Kinderbett gestorben ist. Maske nehme ich an für. Ach ne. Hope that's the last of them. Psch.
schönes großes Bett, oder? Four slots. I guess that means four butterflies. Okay. Ach, mache ich erst das, mach ich das mit den Fotos. Das, aber in Fotos kriegt man Geisterkarte. Vermutlich hier muss man es erst machen. Also wir hatten, glaube ich, unten gesehen, der rote erst. Dann Filigranerer, also wahrscheinlich der, wo die Schatten jetzt sich mal anschaut. Dann der dicke. Dann der. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Another mask. Were those the friends Satinus talked about? Dann werden wir also die dritte Maske finden, wenn wir die Familienporträts ordnen. Okay, was habe ich gesagt? Geburt? Moment, die gucke ich nur ganz kurz nochmal an. Ich weiß gerade nicht, was war. Das waren die schon. Also von der Ansage her würde ich fast doch sagen, dass Lilian die ältere war von uns beiden. Okay, werden wir noch genauer feststellen. Also erst das stehende Rechteck, dann das runde und dann. So, das. Runde. That's it. The Rekovich family history. So, wer ist das Bild jetzt? Okay. Nee, Quatsch. Wir müssen erstmal umstecken. Denn Spiegel muss jetzt wieder runter. Genau. Damit sind wir. Die Kühle. Ach so, ah, und da haben wir noch eine Maske. Ja, schön. That's great. This place is like an emotional graveyard. So, dann weiter rein. Oder mal wir raus, kommt noch an, was wir jetzt definieren. Und setzen unseren Todpunkt da rum. Ja, mit einfachen Mitteln ist schön gemacht. Einmal mit Verschiebe, das Drehen, das hätte ich natürlich irgendwie schon ein bisschen ausgebaut, was mehrfach hatte oder mehrere Ausgänge hatte. Ein kleines Rätsel, aber hier, das ist schon so ein kleines Portal ist. Einfach, aber effektiv, würde ich sagen. Und relativ spät nochmal sowas. Magisch. So, hier drüben ist doch die Teeparty gerade. So, du kriegst. We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. Mm-hmm. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No. She's my sister. Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Oh, ich hab gerade keinen Schutz. Achso, ich muss einfach wegrennen. Ich muss wegrennen, verdammt. Ach, ich weiß, A ist, glaub ich, kann da was machen. Ach, schade. Ja, das ist halt das Spiel. Du musst an manchen Stellen halt rumprobieren, weil du gerade nicht weißt, ob es jetzt gerade doch nochmal eine Interaktion ist, die du einfach vertrieft hast, oder ob es Schutzschild ist, ob es einfach wegrennen ist, und hier war es einfach wahrscheinlich renne weg zum Spiegel. Weil wir haben ja jetzt gerade keine Möglichkeit. Wir sind ja nicht aufgeladen. Wir haben ja gerade noch keine Ladestation gefunden, sozusagen. So, lässt mich dann raus, das Spiel. Es klickt. Ob bitte nicht, als ich gerade ins Haus gehe, oder? Nee, das müsste.
Hier ist im falschen Zimmer. Habe ich jetzt die Maske schon oder nicht? Ich habe eine. Ne, mir fehlt noch die Maske. Ist. Sorry, Leute. Auch immer gleich hin. Seltsame Speicherpunkt. Bei der Maske nochmal. Ja, von unten hin. Mal noch in den Keller gehen, was wir da von Thomas noch finden. Wer weiß, was der ja noch betrieben hat. Das heißt vor allem, ja, unser Vater hat ja selber schon einiges durch mit zwei Seelen. So, dann hier nochmal umstecken das Ganze. Dann hier nach hier. Aber was hat Richard dann mit der... Ich glaube, da muss ich echt nochmal die eine Folge anschauen, die ich aufgenommen habe. Mal genau den Wortlaut. Was sagt Thomas da? Was hat angeblich Richard mit dem Kind? Ich würde es gerne auch jetzt überspringen, ja. Also nur so als... Ja. So, und... Ah, Spiegel kaputt. God damn it. That thing. It came from her. Ja. Bought its way out with our lives. Lily. She. I need to find her. Und schon begeben wir uns etwas tiefer in das Haus hinein. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Ich kann schon mal hochgehen. Muss ich was sehen? Okay, was haben wir hier? Ein fehlendes Teil. Er ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich das hier schreibe und ich zappernd in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig, ich wollte immer, durchgestrichen, alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie auch sei. Ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Ich muss ihn nur finden. Also er meint, das den anderen Thomas damit. To save her. Ja, weil wir wahrscheinlich auch in der Welt geblieben sind, aber halt Lillian ist halt an der falschen Stelle, könnte man sagen. Teddy Bear? Oder Katze, keine Ahnung. Daddy? Where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Spritzen, Mahlzeug und Spritzen. Okay. Welcher Winkel? Was willst du denn haben für einen Winkel? Ich verstehe gar nicht, was der für einen Winkel will von mir. Ja? Ja? Ich immer, dass ich sehe. Ah, okay, auf der Seite. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby.
I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Oh Gott. Ist das? Sie ist krank, aber ist es nicht körperlich? Er hatte recht in dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht, etwas wurde geboren. In ihr. Es frisst sie von innen auf, zehrt von ihrer Kraft, ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Das aufzuhalten. Eieieiei. Was ist das? Da kann man durchgehen, da will ich nicht hin. Ja, glaube ich. Da unten ist noch was. Ah? Ah? Winkel? Gib mir den Winkel? Den Winkel, das ist der Winkel. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it. But it came. Anyway. Oh, Lily. So, haben wir. Gibt's noch mehr. Oh Gott, Kamera. Da ist noch ein Seitenraum. Heute hat sie Geburtstag, 27.02. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein, um diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück, mir zu helfen, um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Es ist riskant. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn es nicht funktioniert... Nein, es wird funktionieren. Das muss es. No, it will work. Ja. Da hat er sich wahrscheinlich auf irgendwas eingelassen. Vielleicht auch dieses Dämonenritual. Wir haben ja da einiges gesehen. Seine Tochter zu retten. Eine zumindest. Auch noch? Barely legible. But I can still make out some of it. Rechnung, Frage der Zeit, Unladen, Krakau, Krotzkastra, Bestellung 342, Preis 600 Zloty, Datum 76. Was im Schrank? Was ist? Ah, ein Bolzenschneider. Ist hier noch ein intakter Schrank, so ein Bolzenschneider da. Ist das jetzt wichtig oder ist dieser Durchgang hier wichtig? I don't know. Was machen wir zuerst? Das ist die Frage wieder. Ein, was wird uns wieder weiterführen? Ah. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Okay. Dann ist das der Ausweg. Das heißt, die Stelle, wo wir davor waren, ist dann das gewesen, wo wir es sozusagen die Kombination finden werden. Wenn wir hier den aufschneiden. Ich habe übrigens ein Achievement gekriegt. Wahrscheinlich für alle Echos gefunden. A lot of love was put into this. But there's sadness too. Schöner Jahrestag, 10 Jahre, wie die Zeit vergeht, hm? Ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf.
Ist da irgendwas? Da drüben leuchtet doch was. Ja, okay, das bedeutet irgendwo. Na, guckt an. Ach, guckt an. Rechnung. Rechnung von dem Urnladen. Datum 76. 10-jähriges, also wird das 1966 sein. Oder? Meint ihr? Also, das klingt doch logisch. Weil Jahrestage so eine super Sache. Vor allem für Männer, die es nicht merken können. Okay. Mache ich das hier? Ah, ich kann springen. Perfekt. Keller.